Ja, meine lieben Freunde, weiter geht's mit Mafia. Genau hier, seht ihr auf der Karte da? Den gelben Fall, da ist die Mission. Okay. Was muss ich machen? Laufe um den Block, so einfach. Das ist die einfachste Mission. Später mache ich die eine Mission. Und das. Genau. Da ist noch eine Glückssache. Ich habe mal hier das Auto gekauft. Dem Auto, der Mann, dem das Auto gehört. Haltet mal. Den habe ich herausgeworfen. Also das eigene Stück hat ich herausgeworfen. Voll unlogisch. Nein, unlogisch. Sieht komisch aus. Und Freifahrt extrem. Mache ich eine extra Playlist. Freifahrt extrem. Und Hintergrund. Die Schrift bei Photoshop. Ich muss es als Film erstellen. Bei dem neuen Mod auch. Die Story habe ich ja längst durch. Die Kiste Import-Export. Kennt ihr die Scores? Ich bin so schnell. Auf jeden Fall die Kiste bei nur zur Erholung. Was mache ich als fünftes? Das. Die Titel benenne ich Let's Play Bindestrich Mafia German Bindestrich Freie Fahrt Extrem Mission 01 und Bindestrich. Ach, Bindestrich, Raute-Taste. Neben das Ä. Beim Umlaut. Vor die Zwillinge, habt ihr das gesehen? Oh. Mach eine extra Playlist. Ich bin übrigens der erste deutsche Let's Player, der das Freifahrt extrem macht. So ein Walktruck, oder wie wir es ausgesprochen wird, macht Chakram. Seht alle 19 müssen, okay, die hat schon länger durch als ich. Das mache ich es auch als Let's Play. Okay. Boah, ich muss ein bisschen einholen. Halte mal an, ey, Chinese. Boah, ich rede so viel. Ja, Let's Info habe ich schon vor kurzem hochgeladen am 11.11. Boah, das nächste Let's Info wird erst. Boah, lass mich überlegen. März, April oder Mai. Das sind eine Weile noch hin. Ja. Lotrane 94 wird nach dem Freifahrt extrem kommen. Ja, ob ich mit dem Ton aufnehme. Ich habe den Mixer. Mixern. Nicht falsch, ich den. Ich zweideutig, nein. Ich habe das zu leise gestellt, den Stereo, die Lautstärke. Hat mich gar nicht gehört. Lege sie ab, nimm das Auto und verschwinde. Boah, hallo. Nein, das ist falsch, Freunde. Ah, jetzt. Boah, man muss es richtig hinlegen. Das ist die Kiste. Wir haben es geschafft. Ja, voll komisch sieht das aus. So, ich mach ihn zerquetschen. Nein, ich hab mal so Fun-Videos gemacht, also off-screen. Schau gerade aus. Ich bin über die Brücke gefahren. Also das Krankenhaus ist immer geradeaus bis nach Schallend und über 200 Kilometer, 200 Stundenkilometer. Und voll gegen das Taxi, also das Taxi, was man am Anfang der Story hat, die, das Auto. Ah, hier. Gut, boah, die Mut, oder? Hier. Pass auf dem Weg! Ja, ich hab mal geguckt bei Mafia 2. Habe ich auch mal gespielt. Ey, das Spiel ist so geil. Habe ich schon wieder geguckt. Ja, man kann es geben, das ist so lästig, aber das war das eine. Da wiederholt sich die Geschichte am Ende der Story. Sieht man, wie Vito und Joe zu, na, wie heißt er denn? Zu Tom Saleri, also wenn er schon alt ist, Tom Saleri, Thomas Angelo, zu Wolfgang Wurde gefangen haben, die Mrs. Saleri, schickt ihnen Grüße.
Und es gibt noch ein Video. Ihr kennt doch bestimmt ist mit dem Mission, wo Sarah und Tommy die Wohnung sind für die umgemacht haben. Ja? Da gibt es ein Video über Mafia. Im Bett, ihr werdet, haltet euch fest, im Bett sind nicht Sarah und Tommy, sondern Morelle und Salere. Ja, ihr müsst euch das mal ansehen, ja? Und zwar heißt das Mafia Dancing. Ich glaube Nummer 1, ja genau, Nummer 1. Müsst ihr euch mal ansehen, da schläft so Salere, Morelle im Bett. Das ist so geil. Okay. Ja, mit dem Zerquetschen, ja, ja, mit Hupen. Mit hoher Geschwindigkeit dagegen zerquillt, muss am Ende das Haus packen, boah. Da wird das eingedrückt, das Auto. Gepackt. Okay, Freunde, speichern wir mal schnell. Ist aber okay, nimm die Kiste, da war ein bisschen schwer. Okay, Freunde, wie es hier weitergeht mit den nächsten, die nächsten 16 Missionen, das sehen wir allerdings im nächsten Teil. Ich muss jetzt diesen Teil jetzt bearbeiten und so hochladen, nicht vergessen. Okay, Freunde, dann sehen wir uns im nächsten Teil. Also bis dahin, euer Let's Play Andy, adios und ciao.